Das waren Faithless mit Salva Meir und der Song war drauf auf ihrem Debütalbum Reverence. Und man muss ehrlich sagen, Faithless haben zu dieser Zeit den Club-Sound revolutioniert, nämlich von den Clubs ins Stadion. Also insbesondere Insomnia, ein Hands in the Air, aber dann 20.000 Leute-Song. Kann man immer noch gut in Clubs spielen und sieht dann Menschen ausrasten. Ja, haben sie gut gemacht damals. So langsam geht's aber so ein bisschen den Bach runter mit Faithless. Mal gucken, was da in Zukunft noch kommt. Jetzt geht's weiter mit den Foo Fighters. Da erschien ja 96 das Debütalbum und das hat Dave Grohl im Prinzip im Alleingang eingespielt. Alle Instrumente selbst, alle Songs selbst geschrieben und nur eigentlich, weil die Platte so super war und er sich überlegt hat, Moment mal, man könnte eigentlich auf Tour gehen, aber dazu brauche ich eine Band. Deswegen wurden die Foo Fighters gegründet. Und auf diesem Album war ein Song drauf namens Big Me mit einem unglaublichen Video und das hat damals zu Recht den MTV Video Music Award of the Year bekommen. Ja, und hier kommt's, die Foo Fighters, Big Me. Das war George Michael mit Fast Love von seinem dritten Soloalbum Older. Jetzt geht's weiter mit einer der besten Bands aller Zeiten und die haben 96 ein Album gemacht. Wenn ich gefragt werde, Top 5 Lieblingsplatten aller Zeiten, ist dieses immer dabei. Everything Must Go von den Manic Street Preachers, ganz, ganz große Gefühle. Zur Vorgeschichte kurz, 92 erschien ja das erste Album, dann erschienen zwei Platten, die waren auch schon prima und dann passierte im Februar 95 was ganz Unglaubliches. Richie Edwards, das war so die Identifikationsfigur der Band, verschwand spurlos. Man hat nur noch sein Auto gefunden und seitdem kein Lebenszeichen mehr von Richie bis zum heutigen Tage. Und nach Richies Verschwinden haben die Manic Street Preachers in der Trio-Besetzung Everything Must Go eingespielt. Und man merkt, die Tragik ist die ganze Zeit präsent, aber trotzdem die poppigste Platte und wirklich eines der hittigsten Alben, die je veröffentlicht wurden. Und einer meiner Lieblingssongs, A Design for Life. Das war Gary Barlow mit Forever Love. Ihr wisst, 95 hatten sich Take That ja aufgelöst und das war Garys erster Solostreich. Er hat dabei Take That alle Songs geschrieben, beziehungsweise war der musikalische Kopf der Band. Und im Gegensatz zu der von Robbie Williams ist seine Solokarriere aber gefloppt. Das muss man sagen. Jetzt geht's weiter mit Underworld. Ihr ahnt wahrscheinlich schon, was kommt, ne? Vorher vielleicht noch ein kleiner Einwurf, das ist was für die 80er-Spezialisten unter euch. Kennt ihr noch Dude Dude von Fröhr? Diese Typen mit den alarmauftopierten Haaren? War ein herrliches Lied damals. Und wisst ihr, wer Fröhr waren? Das waren Rick Smith und Carl Hyde. Genau die, die Jahre später Underworld gründen sollten. Ja, hätte ich damals dann auch nicht gedacht, dass mal sowas draus werden könnte. Aber schließlich 93 das erste Underworld-Album Dub No Bass With My Head Man. Sensationell. Und die Kritiker waren schon so, dass sie sagten, da passiert ganz Großes. Und dann wurde es 95, Trainspotting kam in die Kinos und Underworld haben einen gewissen Song zum Soundtrack beigesteuert. Und ich würde euch jetzt bitten, schiebt die Möbel ein bisschen zu Hause beiseite, macht euch frei und dann Shouting Lager, Lager, Lager. Vollalarm. Hier sind Underworld, Born Slippy. Das waren Bone Thugs and Harmony. Und neulich habe ich heute eine Sendung voll großer Gefühle versprochen. Und es war so 96 für mich, das besinnliche Jahr. Ich saß noch in meiner Wohnung, dachte mir, Liebe, was ist das? Ja, okay. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.